Hallöchen und Servus YouTube, ich heiße euch herzlich willkommen zu weiteren Folgen von GTA 5. Wir sind mit Trevor unterwegs und wir müssen ja, wie ihr bei der letzten Mission wahrscheinlich mitbekommen habt, uns ein U-Boot klauen, ein Mini-U-Boot, also ein Tauchboot, und das ist jetzt hier am Hafen. Deswegen versuchen wir jetzt erstmal hier auf den Tanker raufzukommen, aufzuschleichen. Ich weiß nicht, ob da Gegner sind, doch da sind Gegner. Das ist natürlich scheiße. Dann hätte ich gesagt, hier haben wir was mit Schalldämpfer und... Aha. Die hat auch Schalldämpfer, die Waffe. Wunderbar. Dann holen wir uns mal die ganzen Gegner und klauen uns das Tauchboot. Ich bin jetzt halt echt mal gespannt, wie viele Gegner wir da haben. So. Ich würde sagen, wir gehen da einfach mal hoch. Das täuscht nur, das ist keine Leiter. Okay, schade. Was stand da gerade? Hä? Okay. Gut, das Tauchboot geht runter. Hier an dem Knopf. Oh, scheiße, da kommt schon der erste links. Das konnte er hoffentlich nicht mehr ausführen. Jawohl, wir dürfen mit dem Tauchboot fahren. Wie geil ist das denn jetzt? Jetzt bin ich erstmal auf die Steuerung gespannt. Das ist ja Hammer, Freunde. Ha, ist das geil. Wir müssen direkt unter der Oberfläche sein, glaube ich. Was benutze ich, um aufzusteigen oder um abzusinken? Okay. Wir müssen auch eine Innenansicht haben. Ist das geil. Die Richtungen, Himmelsrichtungen sind da. Jawohl, jetzt sieht man, und jetzt wird schon dunkler. Ja, und ich würde mich einfach da halten. Ja, wir haben es geschafft, Freunde. Zum Abholpunkt. Der ist hier. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal geradeaus fahren und dann scharf nach rechts. Trevor? Das ist echt geil. Ja, gibt's das? Was ist denn hier unten? Ja, Wahnsinn. Ach so, können wir hochgehen, okay? Ja, Freunde, jetzt sind wir oben. Jetzt können wir natürlich so viel besser fahren. Ja, eigentlich müssten wir so dann relativ weit oben bleiben. Ach so, das macht die Kameraführung aus, okay. Also dürfen wir ganz schön weit fahren, weil ihr seht schon, wir kommen auch langsam voran. Das dauert ein bisschen, Freunde, bis wir da sind. Da steht auch die Tiefe 13 Meter, das kann ich mir nicht vorstellen. Ach, der Boden ist da 13 Meter tief, oder wie? Das könnte natürlich sein. 20 Meter geht's da runter und wir sind bei 0 Meter, ah, okay. Erweiterte Sicht. Ja, das dauert echt eine Zeit. Hier ist die Schiffswerft, wo man auch eine Mission machen muss. Haben wir die schon gemacht? Da bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher. Auf jeden Fall kenne ich mich hier wieder ein bisschen aus. Hier gibt es immer für alle, die GTA Online spielen und ja, überhaupt GTA und es noch nicht wissen, hier an der Stelle ist immer ein Heli da. Meistens ist es ein Transportheli, also der, wo man unten zum Beispiel ein Auto oder so befestigen kann am Haken. Manchmal kann es auch sein, dass es ein Buzzard ist, also ein Kampfheli.
Das ist natürlich schon hilfreich in GTA Online oder überhaupt, wenn man das weiß, wo die Plätze sind, wo die Helis spawnen. Das ist immer ganz hilfreich. Und ja, ich würde sagen, wir fahren mal zu dem Punkt da vorne. Der dürfte jetzt nicht mehr weit sein. Dann hoffe ich doch, dass wir die Mission dann damit geschafft hätten. Jawoll. Ach, wir müssen einen Kran rausbringen. Das ist ja mal cool, okay. Ah, geht schon. Funktioniert schon. Wunderbar. Und schon ist das Boot draußen. Das sieht echt cool aus. Dass man sowas in GTA auch mal erleben darf, ist auch echt geil. Ach gut, es ist ja für Leute, da wird es irgendwo in den Container reinschiffen und dann verpacken, also zumachen. Da weiß man schon nichts mehr, wo es... Nee, gar nicht. Nee, auf dem LKW kommt es rauf. Sehr schön. Und ich wette, den LKW dürfen wir jetzt fahren. Ha, Trevor. Ja, das ist eilig. So. Kann's abgehen. It's around the corner, past the shipyards. Is that sub covered properly? It'll be fine if we just get there. Are you 700 Meter muss man fahren, das ist nicht weit. No, sir. I'm certainly not being short. I'm just not used to this kind of pressure. If you turn a crew onto a score, you gotta be ready for the heat that comes with it. I didn't turn anyone on to anything. You threatened and cajoled and tricked me. You don't want to cut? Just walk away. I can't walk away. You're robbing my workplace and running the show from my home. No way. Hört sich irgendwie gut an, was er sagt. Hat auch recht, aber okay. Jetzt sind wir hier drinnen. Im Lagerhaus. Sollte wohl hier ganz sicher zugedeckt sein. Verspeise ich dein bestes Stück. Also Trevor, deine Gewohnheit möchte ich auch mal haben. Abhauen, okay. Hier ist eh ein Jeep. Wunderbar. Ja, natürlich will er fahren, oder? War klar. Hallo! Alter, der überfährt mich! Du Penner! Den erschieße ich jetzt gleich. Miniatur-U-Boot hieß die Mission. 75%, du darfst nicht an Bord. Was hieß das? Ach so, ohne an Bord. Hä? Ich verstehe es nicht. Egal. Wieder nur 75%. Hier gab es eigentlich nicht viel, was man nicht schaffen kann. Okay. Nebenbei könnt ihr noch die tolle Beleuchtung der Brücke anschauen. Ja, Freunde, das ist mal wieder eine Vorbereitung für dann die größere Mission. Ich bin echt gespannt, was dann auf uns zukommt. Aber das werden wir dann wahrscheinlich noch diese Woche rausfinden. Ich danke fürs Zuschauen, wie immer. Und wir sehen uns dann morgen wieder mit einer neuen Mission in GTA 5. Tschüss, Leute!